Das möchte ich vertiefen mit dem Analysten Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund, einer unabhängigen Stiftung zur Förderung der transatlantischen Beziehungen. Guten Abend. Guten Abend. Was nehmen Sie mit aus dieser Begegnung? Gab es Überraschungen? Nein, bisher können wir das noch nicht gänzlich absehen, weil wir erst eine Seite gehört haben. Erst der russische Präsident Putin hat vor der Presse gesprochen, der amerikanische kommt erst noch. Aber was aus den Worten des russischen Präsidenten zu entnehmen ist, ist, dass das erste Ziel erreicht worden ist, man redet wieder, man schickt wieder Botschafter in die Hauptstädte, man hat eine Themenpalette abgearbeitet und man hat einige Gegenstände identifiziert, über die man weiterreden will. Ein Häftlingsaustausch, mit dem die Außenministerien betraut werden. Man will sich über Pressefreiheit, besonders über Radio Free Europe, weiter verständigen. Und es gibt ein wirkliches Verhandlungsthema, nämlich elektronische Sicherheit, Cyber Security, in dem beide Seiten miteinander reden wollen. Das allein ist schon ein gutes Zeichen. Das Ganze stand ja und steht nicht unter dem, was in den letzten Administrationen immer der Fall gewesen ist, ein Neustart. So weit würde man in der Biden-Administration nicht gehen wollen, sondern ein gewisses Maß an strategischer Stabilität auch mit Russland herzustellen. Das war und ist und bleibt das Ziel. Und dazu war dies vermutlich ein Schritt. Putin wurde in der Pressekonferenz von Journalisten auch auf die Menschenrechtslage in seinem Land angesprochen. Wie hat er darauf reagiert? Ja, die ganze Pressekonferenz war ein Erlebnis für jemand aus einem freiheitlichen westlichen Land. Die Gefälligkeitsfragen der russischen Journalisten, die Art, wie Putin Fragen auswich, ungeheuer lange Antworten gab, ganz andere Themen behandelte. So auch hier in der Menschenrechtsfrage das Wort und der Name Nawalny, obwohl es angesprochen fiel nicht, sondern das war für Putin nur ein vorbestrafter Häftling, der es darauf angelegt hat, als er aus Deutschland nach Russland zurückkam, verhaftet zu werden. Also was soll man da machen, sagt Putin. Also die Antworten, die Putin gegeben hat, auch im Fall der Menschenrechtsfrage, auch im Fall Putin, im Fall Nawalny, sind geprägt von sogenannten Whataboutism. Also wenn man jemanden etwas fragt, dann versucht man das Thema auf etwas anders zu lenken und den anderen damit in eine schlechte Position zu bringen. Das hat Putin auch zum Thema Menschenrechte versucht und langfristig und langpölsch ausgeführt. Ein Thema ist auch der Konflikt in der Ostukraine. Darüber möchte ich gleich noch mit Ihnen weiter sprechen. Vorher möchten wir aber noch mal einen Blick darauf werfen. Seit 2014 gibt es in der Ostukraine Kämpfe zwischen pro-russischen Kräften, die eine Abspaltung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk fordern, und den ukrainischen Truppen, die diese Gebiete verteidigen. Als Russlands Präsident Putin in diesem Frühjahr zusätzliche Truppen an der Grenze zur Ukraine positionierte, da waren viele Beobachter gespannt, wie der frisch vereidigte US-Präsident Biden darauf reagieren würde. Der rief seinen russischen Kollegen an und stellte ein Treffen in Aussicht, damit beide auch über die Lage in der Ukraine sprechen können. Russisches Militär im April dieses Jahres an der Grenze zur Ukraine. Zehntausende Soldaten marschieren auf, begleitet von Hubschraubern, Panzern und schweren Waffen. Für die Ukraine und viele andere Nationen ist diese Machtdemonstration zugleich Bedrohung und Provokation. Russland spricht von Militärmanövern und zieht sich schließlich aus dem Gebiet zurück. Die Episode, ein neuer Höhepunkt der Spannungen in der Region seit 2014, als die Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Truppen im Osten der Ukraine erstmals ausbrachen. Russland hat die Halbinsel Krim annektiert, aber Kiew und ein Großteil der internationalen Gemeinschaft betrachten sie immer noch als Teil der Ukraine. Mehr als 14.000 Menschen sind bei dem bislang ungelösten Konflikt ums Leben gekommen. Einige Monate später folgt ein diplomatischer Versuch, den Frieden wiederherzustellen, von Deutschland und Frankreich vorangetrieben. Aber das sogenannte Minsker Abkommen von 2015 wurde nie richtig umgesetzt. Ukraines Präsident Selenskyj hofft jetzt auf die Hilfe der USA.
US-Präsident Joe Biden hat versprochen, sich für die Ukraine einzusetzen und lud Selenskyj für Juli nach Washington ein. Thomas Kleine-Borkow vom German Marshall Fund. Wie könnte eine Vermittlung der USA aussehen, wenn Russland bisherige Friedensabkommen in der Ostukraine bisher gebrochen hat? Ja, zunächst einmal ist die Frage, wie man den bisherigen Verlauf von Minsk bewertet. Sagt man, das ist ein Fehlschlag, weil er seit 5 Jahren nicht umgesetzt ist? Oder wie die Befürworter meinen, es hat verhindert, dass Russland weitergeht und weiter Gebiete effektiv annektiert und hat eigentlich die Lage beruhigt und gestoppt? Die Frage ist jetzt, ob das Normandie-Format aus amerikanischer Sicht und aus ukrainischer Sicht noch das richtige Format ist und ob die Amerikaner sozusagen mit ins Boot geholt werden und dadurch das Verhandlungsformat neu aufmischen, um eine neue Dynamik in diesen Verhandlungsprozess hineinzubringen. Mhm. Über die USA haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Mit welchen Zielen ist denn Biden in dieses Treffen gegangen? Biden muss ja seine eigene Wählerschaft und sein eigenes Publikum einerseits bedienen und muss eine schwierige Weltlage andererseits in den Griff kriegen. Für die amerikanische Bevölkerung, die Trumps Schmusekurs mit Putin nie richtig verstanden hat, und zwar auch Republikaner nicht, muss er hart wirken, muss er mal Bescheid sagen. Andererseits ist sein eigener Politikansatz einer, der zwar die demokratischen Länder zusammenführen möchte, im Kontrast zu den neu selbstbewussten Autokratien, und Putin verkörpert das, der aber gleichzeitig gesprächsbereit sein möchte über Themen von gemeinsamem Interesse. Und die gibt es mit Russland evidenterweise. Rüstungskontrolle ist ein solches Thema, Iran ist ein solches Thema, Klimawandel, Klimaschutz ist ein solches Thema. Und diesen Grad will Biden gehen. Er will nicht zu viele Hoffnungen wecken und er möchte auch ganz bewusst vermeiden, das Wort Neustart, das in den russisch-amerikanischen Beziehungen Tradition hat, weil es nämlich immer fehlgeschlagene Neustarts sind, der letzte von Obama und davor auch von George W. Bush. Also das gilt es zu vermeiden. Das ist ein schmaler Grad, auf dem wir bleiben gespannt. Vielen Dank, Thomas Kleine-Borkow vom German Marshall Fund. Danke Ihnen.